Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Verhalten bzw. der Unterhalt eines Rollers. Ja, das sollte man nicht unterschätzen, das gehört genauso dazu wie der Kauf eines Rollers. Der Kauf des Rollers ist die eine Sache und das Verhalten eines Rollers ist nochmal die andere Sache. Natürlich ist das Verhalten nicht so extrem wie beim Auto. Beim Auto kann es ja schon ziemliche Kosten auf sich ziehen, das Verhalten, und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Beim Auto ist es halt ein wenig extremer und beim Roller hält sich alles im Rahmen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ist relativ günstig, aber man soll es trotzdem beachten. Auf jeden Fall gehört zum Roller, jedes Jahr braucht man ein neues Kennzeichen. Es holt meistens am 1. März ab. Das kostet so, was habe ich bezahlt, so um die 50 Euro, 50 bis 60 Euro. Kommt drauf an, wo man natürlich hingeht. Das zahlt man einmal im Jahr, ist man versichert. Und ja, dann auf jeden Fall sollte man berechnen, also wenn man sehr viel fährt, dass man auf jeden Fall einmal im Jahr die Bremsbeläge wechseln sollte, dass sie auf jeden Fall abgefahren ist. Da kommen auch Kosten auf einen zu. Entweder kann man das selber machen. Natürlich kann man das selber machen. Wenn man technisch begabt ist, ist es kein Problem. Aber wenn man selber das nicht machen kann oder ja, technisch nicht so begabt ist, dann sollte man auf jeden Fall die Werkstatt aufsuchen. Das kostet noch ein bisschen Geld. Werkstätten sind natürlich nicht ganz so günstig, ist ja bekannt. Und auf jeden Fall, das sollte berücksichtigt werden. Und genau wie Reifen. Also wenn man sehr viele Vollbremsungen macht, dann ist man selber schuld, dass die Reifen irgendwann abgefahren sind. Dann sollte man die schon wechseln. Auf jeden Fall Reifen, Bremsen ist das A und O beim Roller, und die sind auf jeden Fall, egal bei welchem, ob es beim Roller ist oder beim Auto oder sonstiges, ist es sehr, sehr wichtig, weil es geht auch um die Gesundheit, um eure Gesundheit. Und da würde ich echt nicht sparen an der Sache. Ja, da kommen auf jeden Fall Kosten auf einen zu, aber die sind relativ bescheiden. Reifen, wenn man normal fährt, kann man auch länger fahren. Man muss nicht jedes Jahr die Reifen wechseln. Die können auch länger halten, wenn man normal fährt. Auf jeden Fall Bremsbeläge sollten so einmal im Jahr, wenn man sehr viel fährt, auf jeden Fall gewechselt werden. Es kommt immer darauf an, wie man halt die Bremse benutzt. Wie gesagt, das in der Roller sehr viel benutzt, sehr viele Bremse reinhaut, dann sind die Beläge schneller unten. Mal angenommen, ihr wechselt die Beläge nicht und es geht auf die Bremse, auf Stahl, dann könnt ihr irgendwann mal eine nagelneue Bremse kaufen und einbauen lassen. Das kostet schon viel mehr als nur die Bremsbeläge zu wechseln. Auf jeden Fall, und natürlich ist es gefährlich. Ja, das sind einfach so Kosten, die einem auf den zukommen. Natürlich gibt es auch noch andere Kosten, wo man nicht sparen sollte, zum Beispiel bei der Sicherheit. So, die kauft man aber nur einmal beim Roller. Das sind halt Schutzkleidung, Helm ist natürlich wichtig. Natürlich, ich persönlich kaufe nicht den allerbilligsten Helm, aber natürlich auch nicht den allerteuersten Helm. Aber wenn man auf die Sicherheit geht, soll man sich schon einen ziemlich guten Helm kaufen. Es kann schon so 150 Euro locker kosten, sollte man berechnen. Schutzkleidung, wenn man die trägt, Schutzjacke auf jeden Fall mal. Ja, ich bin kein gutes Vorbild mit Schutzjacke, weil ich selber nur einfach eine normale Jacke trage. Ich persönlich trage es sehr häufig Nierengurt, weil die Nieren sind wichtig. Wenn die Nieren mal ein Problem haben, wenn man mal ein Problem mit der Niere hat, dann wird es richtig schmerzhaft. Auf jeden Fall Nierengurt ist wichtig, kostet auch wieder mal was. Nierengurt, da kommt schon ein paar Kosten auf einen zu. Wenn man sich halt einen Roller zulegt, Benzinkosten darf man nicht unterschätzen. Natürlich sind sie relativ bescheiden im Gegensatz zum Auto, da passt nicht so viel rein. Verbrauch ist auch so recht gut, man fährt ja nicht ewig weite Strecken mit dem Roller. Auf jeden Fall, Benzinkosten darf man auch nicht unterschätzen, kommen im Monat auch was zusammen. Und wenn man sich einen Roller zulegt, nicht nur der Roller, sondern halt der Helm, der Schutzhelm, Schutzkleidung, Nierengurt, Versicherung. Diese Punkte muss man alle berechnen und dann kostet schon ein bisschen mehr als nur der Roller sich zulegen. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Und hat natürlich die Reparatur, da sollte man sich auch ein bisschen Geld zur Seite legen, wenn man das Ding nicht selber reparieren möchte. Ja, das war's zum Video. Könnt ihr gerne kommentieren, Abo dalassen, liken, und ja, man sieht sich beim nächsten Video und ja, macht's gut und ciao.